Sie planen einen eigenen Staat, träumen von sich selbst versorgenden Gemeinschaften, ganzen Dörfern. Und sie lehnen die deutschen Gesetze ab. Die BRD ist kein Rechtsstaat. Sie ist eine Staatssimulation, ein Konstrukt. Sie glauben an die Regeln eines ausgedachten Königreichs, basteln sich Fantasiedokumente und Pseudogesetze. Das ist einfach nur die Verfassung, die sie vertreten. Es sind Reichsbürger, die im Netz offensiv für sich werben, bei Fragen dazu doch lieber schweigen. Ich will nicht sagen, warum sie im letzten April aus dem System ausgestiegen sind. Nein, das möchte ich nicht. Ich sage am besten gar nichts. Und sie betreiben Firmen, Praxen und Geschäfte ohne Gewerbeanmeldung und Genehmigungen. Bringen Sie frische Ware heute? Die Behörden wissen davon und tun sich schwer, der wohl bundesweit größten Reichsbürgergruppe zu begegnen. Hallo. Deren selbsternannter Anführer verbreitet nicht nur Verschwörungserzählungen. Auch Extremisten können Land kaufen oder versuchen, Mitglieder einer Genossenschaft zu werden. Es gibt eine Bestrebung, überregionale Strukturen auszubilden. Und das geht dann eben bis hin zu dem Versuch, quasi den Staat in Gänze umzustürzen. Wir finden Unternehmer und Geschäftsleute, die den deutschen Staat und seine Verwaltung ablehnen. Können wir mit Ihnen sprechen? Nee? Tangermünde im Norden von Sachsen-Anhalt. Die alte Hansestadt hat gut 10.000 Einwohner, ist eine touristische Perle. Ziel für Radtouristen und Wassersportler. Nahe des Wohnmobilparkplatzes an der Elbe, an einem unscheinbaren Haus mit gelber Tür, beginnt unsere Spurensuche. Ein kleiner Laden. Wer hier einkauft, so steht es im Aushang, wird angeblich Staatszugehöriger des KRD, des sogenannten Königreichs Deutschland. Das ist die wohl bundesweit größte Gruppierung von Reichsbürgern. Wir haben kein Interesse. Darum möchte ich Sie bitten, sich bitte zu entfernen von unserem Gebäude. Eigentlich ist der Laden geöffnet, doch nicht für uns, erklärt uns der Betreiber Herr G., als er die Kamera entdeckt. Über sein Geschäft im ausgedachten Königreich reden will er nicht. Und wer wäre die Pressestelle? Weil das hat mich jetzt sozusagen erstaunt, dass wir irgendwie noch eine Pressestelle haben, oder? Nee, habe ich das falsch verstanden? Nee, so weit sind wir noch nicht. Vom haben wir noch keine Pressestelle. Aha. Aber ich denke, Sie sind hier wegen dem Königreich Deutschland. Die haben eine offizielle Pressestelle. Mit denen haben Sie auch schon Interviews geführt. Von daher wissen Sie, wohin Sie sich wenden müssen. Ich möchte jetzt mit Ihnen nicht weiterreden. Wollen Sie nicht reden? Ich möchte mit Ihnen nicht weiterreden. Gut, weil Sie sagen wir. Ich möchte mit Ihnen nicht weiterreden. Alles klar. Kurz sprechen kann ich mit zwei Kundinnen, die gerade Brot im Laden gekauft haben. Ja, haben Sie gesehen, wo Sie eingekauft haben? Ja. Ja. Das kann man dann schon ein bisschen. Aber okay, es ist auch. Die Aushänge am Laden hätten Sie gesehen. Mit Reichsbürgern hätten Sie das Geschäft nicht in Verbindung gebracht, erzählen Sie. Wir schauen uns die Webseite des Lebensmittelladens an. Dort präsentiert ein Online-Shop Aufstriche, Saft und Brot, alles ohne Angabe einer Währung. Zur Abholung an Verteilstationen in der Region. Im Impressum wird als angebliche Aufsichtsbehörde das sogenannte Königreich Deutschland genannt. Ein Laden, betrieben von Reichsbürgern in zentraler Lage, wie kann das sein? Das will ich von Tangermündes Bürgermeister Steffen Schilm wissen. Er erklärt, die Stadt wisse seit einem halben Jahr von dem Laden. Im Januar habe das Gewerbeamt das Geschäft kontrolliert. Nun ist es eben halt so, dass die Kollegen einfach festgestellt haben, es geht keine Gewerbeanmeldung vor. Der Unternehmer, der dort tätig ist, wurde aufgefordert, seine Unterlagen jetzt einzureichen. Und da gibt es eine Frist. Und wenn er die Frist einhält und seine notwendigen Unterlagen einreicht, dann kann er damit durchaus weitermachen, mit dem, was er da erzählt. Das ist nichts, was jetzt sofort untersagt werden müsste. Keine Gewerbeanmeldung und keine Meldung zur Lebensmittelhygiene. Trotzdem ist der Laden seit Monaten geöffnet. Das sagt uns der Bürgermeister Anfang März. Wir werden später noch einmal mit ihm sprechen. Der Lebensmittelladen in Tangermünde ist Teil einer Strategie des sogenannten Königreichs Deutschland. Diese Reichsbürgergruppierung präsentiert sich auf eigenen Webseiten mit Videos, die an Start-up-Werbung erinnern. In ihnen wirbt das selbsternannte Oberhaupt Peter Fitzek um Selbstständige und Unternehmer mit falschen Versprechungen und Behauptungen.
Er muss sich nicht erklären, er braucht keinen Steuerberater, er muss nie zum Finanzamt und er kriegt keinen Ärger. Er braucht keine Gewerbeanmeldung und bei uns braucht er auch keine Steuern zahlen. Das ist falsch und tatsächlich geht es im Fantasiekönigreich um viel Geld. Uns liegt eine Liste vor mit Preisen. Allein der Pseudo-Staatsbürgerausweis soll hunderte Euro kosten. Und in dem Bestreben, den Deutschen nach über 60 Jahren wieder eine Heimat in wahrer Freiheit zu geben. Bereits 2012 ruft der gelernte Koch Peter Fitzek den Fantasiestaat aus. Vor hunderten Anhängern in einer alten Industriehalle und im Faschingskostüm mit Krone erklärt er sich zu Peter dem Ersten. Ein Symbol auch des Kronenchakras. So wahr mir Gott helfe. Ein ehemaliges Krankenhaus in Wittenberg wird zunächst fiktives Reichsgebiet. Weder das Grundgesetz noch deutsche Justiz sollen hier gelten. Stattdessen erfindet Fitzek eigene Institutionen, eine Bank, vermeintliche Staatsbetriebe oder eine Krankenversicherung. Die Bankgeschäfte werden ihm untersagt. Mehrfach landet Fitzek vor Gericht, Fahren ohne Führerschein, Urkundenfälschung, unerlaubte Versicherungsgeschäfte. Wegen schwerer Untreue kommt er 2 Jahre in Haft bis Anfang 2019. Die Verbrecher davon. Dennoch macht Fitzek weiter. Das erklärt er 2020 etwa dem verurteilten rechtsextremen Blogger Nikolai Nährling. Oder das sind beispielsweise Sparbücher der Königlichen Reichsbank. Je mehr sich abkehren vom alten System und je größer unser System wird, desto schneller werden wir alle frei von den satanischen Strukturen. Satanische Strukturen für Fitzek das deutsche Staats- und Rechtssystem. Und Peter Fitzek verbreitet antisemitische Verschwörungserzählungen. In diesem Video behauptet er, eine jüdische Organisation schüre Kriege, um eine satanistische Weltordnung zu schaffen. Diese Fronten sollen aufgebaut werden und sie werden von einer im Hintergrund stehenden Organisation aufgebaut, die man Chabad nennt. Wenn man sich mal anschaut, von wem Herr Putin erzogen wurde, dann weiß man, dass Herr Putin von der Chabad weitestgehend erzogen wurde. Wenn man mal schaut, wer Herr Zelensky ist, er war früher ein Schauspieler und er hat den Präsidenten gespielt, das macht er ja offensichtlich ganz gut, genau. Aber er ist auch im Prinzip jüdischer Abstammung und Teil der Chabad. Im Video zeigt Fitzek dazu Fotos vermeintlicher Rabbiner und mutmaßlich jüdischer Gottesdienste. Peter Fitzek lässt ein zutiefst antisemitisches Weltbild erkennen, in dem dann erstmal grundsätzlich die Welt immer aufgeteilt wird in auf der einen Seite die guten Menschen und auf der anderen Seite die Bösen, die Satanisten. Und die Satanisten, das ist nicht nur so gemeint im religiösen Sinne, sondern das ist eigentlich eine Chiffre, ein Code, der in verschiedenen einzelnen Reden von Fitzek immer wieder auch mit jüdischen Verbindungen genutzt wurde. Benjamin Winkler ist Experte für Verschwörungsideologien bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Zwar gebe sich das sogenannte Königreich Deutschland gewaltfrei, tatsächlich aber sei Fitzeks antisemitisches Weltbild gefährlich. Damit ist natürlich auch dieses Königreich direkt eine Gefahr für jüdische Menschen in Deutschland, weil der Antisemitismus dadurch salonfähig gemacht wird und man überhaupt nicht ausschließen kann, ob dann nicht einzelne Vertreterinnen und Vertreter oder auch Nutzerinnen und Nutzer des Königreichs direkt zum offenen, aggressiven Kampf gegen Juden überwechseln. Kontakte zu Rechtsextremisten, Antisemitismusvorwürfe und Vorstrafen des Möchtegern-Königs. Dennoch wächst die Reichsbürgerbewegung, sagt Jochen Hollmann. Er leitet in Sachsen-Anhalt den Verfassungsschutz. Dieser schätzt die Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter bundesweit auf mittlerweile 23.000 Menschen. Sorge bereitet uns aber der doch gerade in den letzten Jahren zu verzeichnende Zulauf. Sei es, dass es Privatpersonen sind oder auch, dass es Gewerbetreibende beim Königreich mitmachen wollen und sich damit auch aus dem Steuersystem und auch generell dem bundesrepublikanischen System abmelden. Und es ist auch erklärtes Ziel seit Jahren, dass man Ländereien kaufen will mit Wasseranschluss, mit Möglichkeiten, ein möglichst autarkes Leben zu führen. Mit Hochglanzvideos präsentieren die Reichsbürger sich und ihre Neuerwerbungen, wollen so für ihre Gemeinschaft werben. Vergangenes Jahr kauften sie 2 Grundstücke in Sachsen mit Acker, Wald und Wasserflächen, ein Hotel sowie ein Schloss. Kaufpreis rund 3,6 Millionen Euro. Das Geld bereitgestellt von Menschen, die an den Fantasiestaat glauben. Viele große Gemeinschaften bilden. Das wäre schön. Welche Menschen zieht es ins Reichsbürgermilieu?
Darüber gäbe es wenig Erkenntnis, sagt Benjamin Winkler. Klar sei, es sind überwiegend Männer ab dem 40. Lebensjahr. Wir haben es häufig mit Personen zu tun, die in irgendeiner Weise einen Bruch in ihrer Biografie vorweisen. Und dieser Bruch, das können ganz verschiedene Momente sein. Das kann zum Beispiel ein wirtschaftlicher Zusammenbruch sein, ne, dass jemand versucht hat, sich selbstständig zu machen und das ist gescheitert. Das kann sein, dass jemand familiär die eigene Beziehung vor den Baum gefahren hat. Und da scheint eben dann diese Reichsideologie, dieser Zugang zur Szene, das scheint dann für viele wie eine Art Heilung auch zu sein, ja? Wie so eine Art neuer Weg, den man dann eben einschlägt. Um ein eigenes Wirtschaftssystem zu schaffen, betreibt Fitzex Fantasiestaat eine Plattform für Unternehmer und Selbstständige. Laut eigenen Angaben bieten hier rund 390 Personen und Firmen ihre Dienste an. Und sie seien Teil der Reichsbürgergruppierung, so die Erläuterung. In diesem Verzeichnis wirbt auch eine Heilpraktikerin aus Magdeburg für sich. Auch auf ihrer eigenen Firmenwebseite sieht sie ihre Geschäfte im fiktiven Reichsbürgerstaat. Ihre Gewerbe in der Bundesrepublik habe Frau S. letzten April abgemeldet, erfahren wir von der zuständigen Stadt. Warum? Abends nach einem ihrer Kurse wollen wir die Heilpraktikerin dazu sprechen. Aber das möchte ich nicht. Wir wollen uns nicht erklären, warum Sie ein Unternehmen im Reich Deutschland gibt. Alles, was Sie wissen müssen, können Sie auf der Homepage vom Königreich Deutschland.org lesen oder auf meiner Homepage. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Wir wollen nicht sagen, warum Sie im letzten April aus dem System ausgestiegen sind. Nein, das möchte ich nicht. Sie können da gerne andere fragen, aber ich möchte das nicht. Ja. Werben Sie denn aktiv auch in... Ich möchte mit Ihnen nicht sprechen, okay? Also schönen Abend. Wollen wir es telefonisch vielleicht verabreden? Nein. Auf ihrem Telegram-Kanal erklärt sich die Therapeutin tatsächlich. Um frei zu leben, schreibt sie dort, habe sie ein Unternehmen im Königreich Deutschland gegründet. So könne sie steuerfrei und selbstbestimmt arbeiten. Und hier wirbt sie auch für die Reichsbürgergruppierung. Auf schriftliche Nachfragen dazu antwortet sie nicht. Dafür bietet sie weiter Kurse an, ohne Gewerbeanmeldung. Wir fragen noch einmal bei der zuständigen Stadt Magdeburg nach. Die erklärt, sie habe die Praxis Ende März kontrolliert. Zitat: Ein Hinweis auf eine Ausübung als Heilpraktikerin fand sich nicht. Wir werden zeitnah eine erneute Kontrolle vornehmen. Wir wollen wissen, was Menschen wie die Heilpraktikerin in die Reichsbürgerszene lockt. Wir fahren nach Lutherstadt Wittenberg zur Adresse des fiktiven Königreichs. Auf dem Gelände einer alten Konservenfabrik laden die Reichsbürger zum Infotag. Hier sollten Sie erstmal nicht reinfilmen. Oh, warum? Unerlaubt, ja. Ja. Wir dürfen nicht hinein. Auch ein Interview mit Peter Fitzek bekommen wir nicht. Aber einen Aufpasser. Er gehöre zum Kernteam hier, sagt er. Sie sind? Ich bin Benjamin. Benjamin? Mhm. Und nur Benjamin? Genau, Benjamin. Ja. Haben Sie eine Funktion? Ich schaue jetzt mal, dass hier alles mit rechten Dingen zuläuft. Ja. Auch dass jetzt auch die Menschen hier nicht belästigt werden. Das ist meine Funktion heute hier. Okay. Benjamin Müller heißt der Mann mit vollem Namen, sagt von sich, er gehöre seit anderthalb Jahren zum ausgedachten Königreich. Zweimal im Jahr laden die Reichsbürger in Wittenberg zum Besuch und präsentieren sich mit Vorträgen zum angeblichen Systemausstieg und zu fiktiven Staatsbetrieben. Auf dem Parkplatz Autos aus dem ganzen Bundesgebiet, je fast zur Hälfte aus Ost und West. Von den Angereisten wollen jedoch nur wenige reden. Guten Tag, dürfen wir Sie fragen, warum Sie heute hergekommen sind? Wollen Sie nicht? Nein. Ist es geheim? Nein, es ist nicht geheim, aber mit Lügen, Presse und so. Im Fernsehen habe ich nicht verbucht. Dürfen Sie fragen, warum Sie hergekommen sind heute? Wir wollten mal das anschauen. Ja. Haben Sie was erfahren? Ja, viele Informationen, ja. Das ist interessant. Was denn? Was war das Wichtigste für Sie? Du musst nicht antworten, gell? Nur mit ja. Nein, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust zu reden. Sie haben keine Lust zu reden? Nein. Heute ist sozusagen das erste Mal, dass ich sozusagen persönlich hier vor Ort mir das angucke. Ne? Und was ich so super klasse finde, durch die gute Energie, wenn Menschen zusammenstehen, können wir so viel erreichen, dass die Chemtrails sich auflösen. Chemtrails? Gemeint ist eine Verschwörungserzählung, die besagt, dass Flugzeuge mit Kondensstreifen Chemikalien versprühen. Angebliche Eliten würden so wahlweise das Klima oder gar unsere Gedanken kontrollieren. Okay.
Das ist, wir jetzt nicht antworten. Das ist vom ZDF. Die möchten hier gewisse Fragen stellen. Herr Benjamin, sage ich jetzt mal. Also wissen Sie, entsprechend wieder einen Bericht machen. Nur zur Info, gell? Genau. Super. Das geht nicht. Also vielleicht gehen Sie ein paar Schritte weg, wenn wir hier stehen. Die Leute fragen. Mhm. Dann bitte ich Sie. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass Sie auch. Das sagen, haben Sie einmal getan. Das haben Sie zweimal getan. Und ich mache das auch mehrmals. Das ist auch mein wiederholt unterbricht der Aufpasser Benjamin Müller unsere Gespräche. Also Sie lassen uns unsere Arbeit nicht machen. Das stelle ich jetzt mal fest an der Stelle. Können wir Sie was fragen auf die Schnelle? Ich komme aus Norddeutschland, aus Niedersachsen. Meinhard, Mitte 20, angestellter Elektriker. Er plant eine Betriebsgründung im Fantasiekönigreich. Was war das Interesse oder ist das Interesse? Ich wollte mich selbstständig machen und interessiere mich, wie ich halt auch das ganze Steuerrecht deutlich vereinfachen könnte. Darum geht es mir erstmal. Ja. Und das ist hier halt deutlich einfacher, weil hier sagen sie einfach, zahlt es gar nicht. Steuerhinterziehung sieht er darin nicht. Und er erzählt, was ihm die Betriebsgründung kosten würde. Denn der Fantasiestaat verlangt Geld für die angebliche Staatsbürgerschaft, für Seminare, für erfundene Dokumente. Da reden wir über 50 Euro sozusagen. Nee, es ist schon ein dreistelliger Bereich, bis vierstelliger Bereich, irgendwas in dem Bereich. Okay. Dennoch sei die vermeintlich legale Betriebsgründung im Reichsbürgerstaat günstiger als in der ungeliebten BRD. Eine Frage noch, was haben Sie mitbekommen, ein Buch? Das ist einfach nur die Verfassung, die Sie vertreten. Das Grundgesetz sozusagen hinter den Mauern keine Geltung hat, gibt Ihnen nicht zu denken? Nö, dafür haben wir dann die Verfassung, das ist dann was anderes. Danke. Okay, bitte. Eine Mischung aus Sekte und finanziellem Schneeballsystem, so sehen Experten und Verfassungsschutz die Reichsbürgergruppe aus Wittenberg, die auch mit dem Verkauf von Fantasiedokumenten Geld einnimmt. Das ist nicht ganz billig, ne? Um ein Unternehmen zu gründen, den Systemausstieg zu verstehen, kostet Geld. Was soll ich darauf antworten? Viele Dinge, die auch im WAD-System Geld kosten. Von daher, ein Personalausweis oder Reisepass kostet auch Geld. Tatsächlich verlangt die Reichsbürgergruppe für ihren ausgedachten Bürgerausweis 480 Euro. Die fiktive Betriebsgründung kostet 1650 Euro. Wohlgemerkt für Fantasiedokumente. Am Parkplatz spreche ich eine Frau, die anonym bleiben will. Die 64-Jährige kommt aus der Nähe von Berlin. Sie sei Rentnerin, müsse jedoch hinzuverdienen. Am Fantasiestaat der Reichsbürger interessiere sie der vermeintlich alternative Lebensentwurf. Ich bin wirklich auf der Suche, wie man das System der Organisation der Menschen, des Miteinanders, so machen kann, dass es friedlich und füreinander ist. Sie habe heute Vorträge gehört, auch zum sogenannten Systemausstieg. Reichsbürgerideen habe sie darin nicht entdeckt. Also ich habe das so verstanden, dass das alles existiert, ja? Aber Sie haben so einen Paragraphen genommen, wonach Sie auf einem bestimmten Gebiet sich was Eigenes machen können, dass das rechtens wäre. Also wenn ich jetzt im Internet gucke, dann staune ich, wie lange es schon was gibt vom Königreich Deutschland. Wenn das nicht rechtens ist, warum gibt es das denn dann schon so viele Jahre? Verstehe ich nicht. Also Peter Fitzek nutzt hier natürlich auch die Langsamkeit der Justiz letztendlich aus, ne? Indem ein Verfahren nach mühsamer Recherche und so weiter abgeschlossen ist und das nächste auch wieder Jahre braucht, ehe es dann vor Gericht zur nächsten Verhandlung kommt. Und das suggeriert auch eine gewisse Legitimität und Legalität. Und ich glaube, das ist ja gerade für Menschen aus der bürgerlichen Mitte wichtig, dass sie wissen, sie haben sich jetzt hier nicht einem Extremisten verschrieben. Der Zulauf auch zu Fitzeks Reichsbürgergruppe hält an, trotz einer Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang warnt davor, Reichsbürger zu verharmlosen. Über ein Verbot des sogenannten Königreichs Deutschland will sie nicht reden. Das zeigt doch, dass es so illegal nicht sein kann, sagen uns die Leute dann. Also diejenigen, die sich angesprochen fühlen. Was antworten Sie denen? Sie müssen ja differenzieren, nicht jeder Extremist ist automatisch letztlich strafrechtlich relevant aktiv. In dem von ihm beschriebenen Fall ist es in Teilen so, deswegen sind ja auch diverse Strafverfahren und Ähnliches gelaufen, aber der Verfassungsschutz guckt ja auch, im Vorfeld ist eine Gefährdung für die Demokratie da. Ich kann natürlich nichts daran ändern, wenn ein Bürger einfach behauptet, da sei man nie tätig geworden. Dass man dort tätig geworden ist, kann man zum einen im Verfassungsschutzbericht nachlesen, aber es gibt eben auch diverse Verurteilungen und die sprechen ja auch eine deutliche Sprache. Versäumnisse seitens der Politik und der Behörden sieht die Innenministerin nicht.
Wir sind noch einmal in Tangermünde, 4 Wochen nach unserem ersten Besuch. Der Lebensmittelladen ist geschlossen. Herr hallo? Innen Baulärm und Licht, doch niemand öffnet. Ein Schild an der Tür erklärt, das Geschäft werde zum Treffpunkt umgebaut. Lebensmittel würden künftig nur noch online gehandelt. Im Rathaus treffen wir noch einmal den Bürgermeister Steffen Schilm und fragen, was die Stadt seit unserem letzten Gespräch unternommen hat. Die hätte eine Gewerbeanmeldung eingefordert. Der Ladenbesitzer schickte daraufhin diese Fantasiedokumente. Und heute ist es so, dass wir mittlerweile dann, nachdem die Frist verstrichen wurde oder verstrichen ist, ein Bußgeldverfahren eingeleitet haben. Und das Bußgeldverfahren läuft jetzt und nun gibt es wieder Fristen und schauen wir uns an, wie das da weitergeht. Dem Ladenbesitzer hat die Stadt ein Bußgeld von 500 Euro angedroht. Die rechtlichen Möglichkeiten seien begrenzt, sagt der Bürgermeister. Er habe zudem auch andere Behörden informiert. Das Gesundheitsamt, das Veterinäramt, Landesamt für Verbraucherschutz informiert. Wir haben das Beordnungsamt informiert, weil es möglicherweise dort noch eine Umnutzung stattgefunden hat und. Diese Behörden haben wir in jedem Fall mit in Kenntnis gesetzt. Wir waren jetzt auch dabei und haben das Landesverwaltungsamt darüber in Kenntnis gesetzt, damit auch dort beim Land die Kenntnis über das Treiben des Unternehmers dort bekannt ist. Mit welcher Reaktion? Da gab es noch keine Reaktion. Wir haben das alles schriftlich dort eingereicht und wir warten jetzt drauf, dass da Bewegung reinkommt. Und der Verfassungsschutz habe erst vor wenigen Tagen ein Gespräch angeboten. Dabei fordert selbst das zuständige Innenministerium auf seiner Webseite konsequentes Handeln aller betroffenen Verwaltungsbehörden. Gelingt das auch in Tangermünde? Wir fragen noch einmal bei der Innenministerin nach. Zu dem Fall der betroffenen Verwaltungsbehörden, die haben ja dann nicht reagiert. Ist das richtig? Also nicht angemessen reagiert? Oder halten Sie das für angemessen? Sie behaupten das, ich kenne das jetzt nicht. Und insofern geht es mir darum, Sie haben am Anfang gefragt, wie informieren wir? Wir informieren regelmäßig über die Reichsbürgerszene. Und natürlich weiß ich auch, dass dadurch, dass es Kommunalwahlen in unterschiedlichen Abständen gibt, kommen auch immer wieder andere Personen in Verantwortung, die dann vielleicht an der einen oder anderen Informationsveranstaltung, an dem einen oder anderen Informationsangebot noch nicht teilnehmen konnten. Wir müssen wirklich an der Stelle auch noch mal überprüfen, ob die Angebote auch wirklich von den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern genutzt werden. Und wenn sie nicht genutzt werden, warum werden sie nicht genutzt? Ja, sind sie zu fremd? Sind sie zu weit weg? Sind sie vielleicht zu unverständlich formuliert? Das ist schon wichtig. Im Umgang mit Reichsbürgern müssten Bürgermeister, Kommunalverwaltung, Landesbehörden gemeinsam handeln, zusammen mit den Bürgern und Bürgerinnen vor Ort. Wie das gehen kann, zeigt das Beispiel Rutenberg in Brandenburg. Im Herbst letzten Jahres spricht sich im 3000-Einwohner-Ort herum, dass Fitzex Fantasiereich hier Grundstücke kaufen will. Der Gasthof und ein Landwirtschaftsbetrieb samt 44 Hektar stehen zum Verkauf. Die Reichsbürger wollten die Immobilie zur Selbstversorgung nutzen, glaubt der Verfassungsschutz. Wenn Anhänger einer Reichsbürgerbestrebung auf formal legalen Weg probieren, irgendwie an Land zu kommen, dann gibt es nur relativ wenige Möglichkeiten, das zu unterbinden. Auch Extremisten können Land kaufen oder versuchen, Mitglieder einer Genossenschaft zu werden. Doch Anwohnerinnen und Anwohner wollen verhindern, dass die Verfassungsfeinde im Dorf Fuß fassen. Sie gründen einen Verein, organisieren Inforunden zu Reichsbürgern und Verschwörungserzählungen. Wir wollen eben Antworten haben, wie man sich dem entgegenstellen kann. Vor allen Dingen auch als einzelner Bürger mit diesen Menschen als Nachbarn. Wir leben hier seit Generationen friedlich zusammen und jetzt wollen sich hier Leute unter uns ansiedeln, die wir hier nicht haben möchten. Ne? Wenn sich vor Ort engagierte Bürgerinnen und Bürger finden, die sagen, wir wollen diese Nachbarn nicht, dann bin ich als Bürgermeister natürlich absolut berufen, diese Leute so gut wie es geht zu unterstützen. Ja? Denen Räume zu geben, dass sie sich treffen können, vielleicht Finanzmöglichkeiten zu finden. Es gibt Förderprogramme, ja, aber auch alleine mich dahinter zu stellen und zu sagen, ich stehe an eurer Seite. Ich bin eben nicht neutral. Einiges ist in Rutenberg bereits umgesetzt. Politik, Verwaltung und Bürger haben sich vernetzt, sehen den Umgang mit den Reichsbürgern als gemeinsame Aufgabe an.
so ein erklärtes Ziel, weg mit den Reichsbürgern aus Gutenberg. Mal schauen, vielleicht schaffen wir das ja, aber vielleicht schaffen wir auch nur, dass sie sich nicht weiter ausdehnen können. So zeigt das Beispiel Rutenberg, wie eine aktive und konsequente Entgegnung auf Reichsbürger aussehen kann.